Oh, hallo, bitte. Ich habe Sie dort nicht gesehen. Eine Minute, bitte. Schachmatt, mein Roboterfreund. Entschuldigung. Willkommen in Mendota Heights, das Ghetto von der St. Paul Vororte. Ich heiße Nick, aber mein Kumpels von hier nennen mich nur Pennell. Ich bin 20 Jahre alt. Ich wurde in Chapel Hill, North Carolina geboren. Aber meine Familie sind uns nach Minnesota bewegen. Wenn mein Vater einen Job mit der Universität die Minnesota bekommen hat. Ich bin nur zwei dann gewesen, jedoch. Meine Eltern haben die öffentlichen Schulen in North Carolina gar nicht gern gehabt. Und also, sie sind ekstatisch gewesen, wenn sie gehört haben, dass Mendota Heights einen Kloster für Grundschule und einen Military Academy für Oberschule hat. Glücklichen mich. Das sagt genug über Mendota Heights. Viele Leute denken, dass Mendota Heights behütet ist, aber das ist einfach nicht wahr. Mendota Heights hat jetzt drei Familien, die ein Lexus nicht haben, ich weiß. Ich denke, dass vor ein paar Wochen eine schwarze Familie eigentlich eingezogen hat. Mendota Heights ist etwa 15 Minuten südlich von St. Paul. Und es ist absolut nicht in Mendota Heights. Es gibt absolut nicht in Mendota Heights außer Hause und Schulen. Und also, es ist nur ein Haufen von Studenten aus rivalisierenden Schulen mit Zeit zu Toten. Mendota Heights hat zwei Oberschulen. Die öffentliche Schule Henry Sibley, die Henry Sibley Warriors, und die andere Schule, meine Schule, St. Thomas Academy, die St. Thomas Academy Cadets. Es gibt eine große See in Mendota Heights, Roger See. Roger See ist zwischen St. Thomas Academy und Henry Sibley. Also jeden Winter gibt es eine große Schneeballschlacht zwischen den beiden Schulen. Es ist unbeaufsichtigt natürlich, also es kann manchmal hässlich werden. Vor drei Jahren hat die Polizei uns auf Roger See, aus Roger See verboten, weil zu viele Leute verletzt geworden wären. Aber das hat fast nichts gemacht. Mehr und mehr Studenten kommen nach Roger See jeden Winter für die Schneeballschlacht. Das ist Mendota Heights. Ein heftig gefährlicher Platz in der Vororte.